Was ist? Der große Kurt wurde gerade entmannt. Kurti, du musst jetzt ganz schnell wachsen, weil dein Kopf ist auf einer ganz blöden Höhe. Kurt, Herzchen, magst du dich mal auf den Papa draufschmeißen, bitte? Nö, der stinkt nach Pups aus dem Mund. Ihr stinkt auch, alle beide. Lena, ich kann deinen Papa sehen. Ich auch, sieht super aus, 1A. Kannst du mal bitte aufhören, mit deinem Sohn über meinen Hintern zu reden? Wieso denn? Dein Hintern gehört zur Familie. Ich liebe dich von hier bis zur Sonne und zum Mond und zurück. Ich liebe dich von hier bis zu der Sonne, zweimal rum und zurück. Da kommt ein ganz langer und schwerer Weg auf euch zu. Und ihr sagt ja, der führt nicht immer nur vorwärts. Das schafft ihr zwei nur, wenn du auch auf deine Gefühle hörst. Und Überleben ist was Egoistisches. Bei uns nicht. Wir überleben zusammen. Ich will wieder funktionieren. Trauer, es ist der Weg aus dem Problem. Der Weg in ein neues, anderes Weiterleben. Es ist ein abgedroschener Spruch, aber es stimmt. Die Zeit heilt alle Wunden. Heilt? Ich habe keine Krankheit, Frank. Ich habe mein Kind verloren. Das kann man nicht operieren, da gibt es keine Pillen oder so. Das ist jetzt so. Wir sind nicht ohne dich, Kurti. Keiner von uns, nicht einen Tag. Wie nennt man einen Bär, der Kugel schreit? Weiß ich nicht. Kugelschreibär. Ich bin da. Deine Mama und dein Papa sind da. Sie denken jeden Tag an dich. Und wenn sie an dich denken, dann sind sie glücklich. Ist das die Kupplung? Nee, das ist die Handbremse, Schatz. Gute Erfindung, Handbremse. Ich habe gerade dasselbe über den Gurt gedacht. Lena, warum weinst du? Manchmal machen mich Sonnenuntergänge ein bisschen traurig. Warum bist du denn bei so schönen Sachen traurig? Vielleicht, weil sie so schnell vorbeigehen?